Bayern, Entscheidung darüber war es gefallen. Und das geht jetzt ein bisschen wieder als ein Landerin, war kostenlos, aber wir starten rein. Ja. Heute geht es um eine neue, um ein neues Thema. Und zwar geht es um Bayern Leverkusen. Ich habe schon öfters mal um den Bericht, dass er zum FC Bayern, oder seit dem FC Bayern verlassen wird. Aber jetzt ist die Entscheidung gefallen. Und zwar soll folgende Entscheidung geben. Vermaar bleibt in München. Der Franzose kam ja im Jahr 2019 im Mai von Stuttgart nach Bayern. Nach der Relegation bei Stuttgart, wo sie abgestiegen sind, wechselte der Franzose zu Bayern von Stuttgart und entwickelte sich da prachtvoll. Und natürlich mal so ruhig zu Konkurrenzbewerber, aber nach dem Schülerabgang hat man gedacht, oder wollte man ja ein paar Mal als Innenverteidiger spielen lassen, aber jetzt hat man den Licht geholt. Und deshalb als Innenverteidiger spielen. Und Masaru und Pavard sollten sich eigentlich jetzt abwechseln in der Rechtsverteidigung. Ich glaube, Bonassar wird auch nicht mehr lang bleiben. Ja. Das nächste Gute ist, Pavard ist diese Saison sehr torgefährlich. Das hat man schon gesehen, 2 Spiele, 2 Tore. Ja. Eigentlich nicht zu seinem Niveau Tore schießen. Natürlich manchmal überrascht uns alle. Er hat auch letzte Saison schon einige Tore geschossen, wo wir nicht gedacht haben, dass sie einen schießt. Verdammt, zu diesem Thema gerne Kommentare, ich muss einen Job machen.